Hallo und willkommen bei der Albenrevue. Left-Handed Dream ist das 1981 veröffentlichte Album des japanischen Pianisten, Komponisten und Elektronikpioniers Ryuichi Sakamoto. Es ist das dritte Studioalbum von Sakamoto und besticht mit extravaganten Ideen, die sich über einen durchaus eingängigen Sound ausbreiten. Das Album wurde von Robin Scott produziert und es ist sichtlich mein Lieblingsalbum von Ryuichi Sakamoto. Sakamoto sollte in den 80ern eine ganze Reihe aus Alben herausbringen, die durch eine einzigartige Produktionsqualität bestechen. Interessanterweise ist Left-Handed Dream nicht so glatt poliert wie die nachfolgenden LPs. Dieses Album hat etwas Rohes und Ungeschliffenes, doch in einem guten Sinne. Im Mittelpunkt dieses Albums stehen drei Künstler. Neben Sakamoto der erwähnte Sänger und Songwriter Robin Scott, der hier allerdings eine Rolle als reiner Produzent annimmt. Und als dritter der amerikanische Ausnahmegitarrist Adrian Belew. An dieser Stelle ist es interessant, sich die biografische Timeline von Adrian Belew anzuschauen, der in 1977 und 1978 bei Frank Zappa gespielt hatte, dann 1978 bis 1979 in der Band von David Bowie Gitarre spielte. 1980 folgt ein Jahr bei Talking Heads, wo man ihn dominant auf dem epochalen Album Remain in Light hören kann, das ich garantiert hier auch noch dran nehmen werde. 1981 findet man Adrian Belew auf dem Debütalbum des Talking Heads Ablegers Tom Tom Club. Er spielt auf dem grandiosen Soloalbum The Catherine Wheel von David Byrne, auf Magic Windows von Herbie Hancock. Im selben Jahr geht er nach Japan, um mit Sakamoto Left-Handed Dream aufzunehmen. Und bevor das Jahr um ist, steigt er bei King Crimson ein, wo er für 32 Jahre Sänger und Gitarrist bleiben wird. Wow! Das Jahr 1981 ist also ein geschäftiges Adrian Belew-Jahr, in dem sein charakteristischer und durchaus exzentrischer Gitarrenstil extrem gefragt war. Das Album beginnt mit dem Stück Boku no Kakera. Und hier beginnen mit einem dumpfen Trommelrhythmus, über den Sakamoto diesen brummenden Keyboard-Bass spielt. Das zweite Stück, Saruto Yuki Gomi no Kodomo, klingt wie ein Soundtrack zu einem Anime. Tatsächlich sollte Sakamoto nur wenige Jahre später einige Anime-Soundtracks komponieren. Hier und auch an anderen Stellen kann man Haruomi Hosono am Bass hören. Im Nachhinein ist es bei diesem Album sehr schwer zu identifizieren, wer was spielt. Yukihiro Takahashi ist hier am Schlagzeug, doch viele Trommelpassagen wurden auch von Adrian Belew angespielt. Adrian Belews unmissverständliche Gitarre ist das einzige, das man hier mit Gewissheit zuordnen kann. The Garden of Poppies ist einer meiner Lieblingstracks auf dieser Platte und ich mag alle Stücke, die hier vorkommen, doch dieser treibende Sound ist sehr verführerisch. Hier können wir die psychedelische Gitarre von Adrian Belew gut hören, die sich unentwegt in alle möglichen Geräuschquellen verwandelt. Relâché ist ein Track, dessen Musik nicht von Sakamoto stammt, sondern von Belew und Robin Scott geschrieben wurde. Ein quirliger Song, verwoben mit herrlichem Früh-80er-Jahre-Sampling. Talent to Me ist ein Song, der auf diesem großartigen Marimba- oder Xylophon-Motiv aufgebaut ist, über das Adrian Belew seine typischen Riffs spielt. Robin Scott hatte das Lied später für das Album The Arrangement komplett remixed und de facto ein anderes Lied daraus gemacht, mit dem Titel Once in a Lifetime. Doch hier kann man das Original hören. Es ist ein gutes Beispiel für diese ungewöhnliche Spieltechnik, die Adrian Belew so berühmt gemacht hat, dieses ganz organische Herausquetschen der Töne aus dem Instrument. Sicherlich auch einer meiner Lieblingstracks. Venetia ist ein recht typischer Sakamoto-Song, der fast etwas Feierliches an sich hat. Auch diesen Track hatte Robin Scott später mit dem Album The Arrangement komplett umgemixt in den Eröffnungstrack The Left Bank. Saru Noye ist ein zweiminütiger Track am Ende des Albums, bei dem einfach nur herrlicher Blödsinn gemacht wird, eine Mischung aus Urwald-Samples und einem Schaustück für Adrian Belews Fähigkeit, mit der Gitarre Tiergeräusche zu erzeugen. Das Spannende an diesem Album ist, dass es die meiste Zeit recht minimalistisch klingt, doch hört man es sich wiederholt an, stößt man immer wieder auf Passagen und Stellen, bei denen man das Gefühl hat, man höre sie zum ersten Mal. Diesem Album haftet eine ständige Frische an. Im Gegenteil, je mehr Jahre seit der Veröffentlichung vergangen sind, umso origineller und gewitzter klingt diese Platte.
Die LP macht den generellen Eindruck, dass sich hier drei Musiker im Studio eingesperrt haben und einfach ihr Ding machten. Über die Atmosphäre und die Umstände der Aufnahmen weiß man im Allgemeinen gar nichts. Das Problem ist, wenn Adrian Belew an Podiumsdiskussionen teilnimmt und über die Zeit von damals erzählt, fragen die Leute aus dem Publikum immer nach Zappa, nach David Bowie oder zumindest nach Talking Heads. Ich habe noch nie gesehen, dass ihn das Publikum oder der Moderator nach Ryuichi Sakamoto fragt oder Jean-Michel Jarre zum Beispiel, auf dessen Platte Zuluk Belew ebenfalls gespielt hat. Somit kann man nur spekulieren. Left-Handed Dream ist manchmal ein etwas vergessenes Album und ich kenne nur wenige, die damit wirklich vertraut sind. Doch ich kann es jedem empfehlen, der ganz neue musikalische Ideen und Impulse sucht. Es ist akustisch kein anstrengendes Album, doch man hat unentwegt die Gewissheit, dass dies eine sehr ungewöhnliche Musik ist. Man würde nur schwer eine Platte finden, die genauso klingt. Diese LP steht stilistisch für sich ganz allein. Etwas an Left-Handed Dream klingt fast unvollendet. Es ist akustisch keine ausgetüftelte, von langer Hand geplante LP. Vielmehr klingt es, als ob Sakamoto da Fragmente aus Ideen auf den Tisch geworfen hatte und die anderen Musiker haben überlegt, was sie daraus machen können. Das ist auch nicht unbedingt als Kritik zu werten. Es gibt mehr als genug überproduzierte Alben, die nur so vor Perfektion strotzen. Und Ryuichi Sakamoto selbst hat viele davon gemacht. Doch der Reiz von diesem Wurf ist eben diese leichte Unklarheit darüber, was man da eigentlich hört. Ein klares Genre kann man dieser Musik nicht zuordnen, weshalb es in vielen Datenbanken dann einfach als Left Field kategorisiert wird. Doch für mich ist es ein faszinierendes Experiment an der Grenze zwischen elektronischer Musik, dem damals aufkommenden J-Pop und letztendlich auch sehr analoger Percussion-Musik. Ich vergebe hier 4,5 Sterne. Die Platte ist zwar kein unmittelbares Meisterwerk im klassischen Sinne des Wortes, doch all diese Defizite werden für mich dadurch ausgeglichen, dass diese Scheibe so herrlich originell und einzigartig ist und von einer gewissen Spielfreude strotzt, die man heute leider in den meisten Produktionen vollständig vermisst. Falls du also mal etwas ganz anderes suchst, kann ich dieses Album gerne empfehlen. Die Vinyl-LP ist meistens etwas teuer zu kriegen, zumindest im guten Zustand, und mit der CD sieht es manchmal auch nicht besser aus. Man muss es eben suchen, aber das ist leider oft so, dass einige der echten musikalischen Diamanten etwas Mühe kosten, bis man sie findet. Das war Left-Handed Dream von Ryuichi Sakamoto aus dem Jahr 1981.